Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir müssen hier an Kanalisationsausgang fahren. Das mache ich einfach mal mit dem Schiff. Das ist nämlich ready to go. Unbemerkt natürlich, ja, unbemerkt. So. Volle Segel. Und dann reicht die hier mal auf zum ready machen. So, auch hier Torpedos rein. Die Torpedos sind nämlich super gut gegen die euphorischen Schiffe. So, dann abladen damit. Natürlich die Mörser auch, ja, aber... So. Das hier runter. So, dann sind 4 ready. Wie viel? 10 will er. 5. Okay, das war... Da ist Nummer 6. So. Ein Admiral sind wir mittlerweile. Aber wenn wir so viele Schiffchen haben hier. In die Takelage. So. Ihr. Sie haben an Einfluss gewonnen. Fahrt jetzt auch erstmal hier hin. Ah, ne, das ist ziemlich dumm. Kann es sein? Ihr fahrt erstmal hier hin. Dann fahrt ihr hier hin. Dann fahrt ihr hier hin. Und dann hier hin. Komplette Weltreise. So. Auch du kriegst natürlich Torpedo und Dings. Und du darfst die einfach mal begleiten. So, Tageszeit kann ich auch wieder ausmachen, ja. So. Ja, die Patrouille da. Wo muss ich denn hier hin? Ah, ja, das sind... Da sehe ich schon die zu rettende Person. Segelt doch mit euren kleinen Bötchen weg. Wie Captain Jack Sparrow. Ah ja, wahrscheinlich seid ihr nicht schnell genug, ne? Ah, ist schon doof dann. Mehr als bereit. Ja, segel mal hierher. Und dann können wir da zwischen segeln. So, Capriloni, ist eigentlich mein Schiff in Ordnung? Ja. Ich glaube, ich sollte tatsächlich das Zeug erstmal abladen. Fische schmeiße ich weg. Sind unterwegs. Dann ist das Schiff doch nochmal ein bisschen schneller. Ja, muss es halt doch im Hafen jetzt leider warten, aktuell erstmal. Ja, das Schiffchen ist fertig, das ist sehr gut. So, wir sind hier, machen keinen Progress. Er ist schon bei Ingenieuren, ja. Wir sind immer noch bei Handwerkern, ja. Das ist lächerlich. Aber wir spielen einfach langsam. Wir können hier mal ein paar Häuschen upgraden. Ihr Hafen wird angegriffen. Ach echt? Wird er das? Ihre Insel wird angegriffen. Ja, ich glaube, nur der fährt da vorbei. Oder? Greift er wirklich an? Ne, er fährt vorbei. Er jagt eigentlich den da. Aber den würde er auch nicht kriegen. So, ah, er hat einen Anteil zurückgekauft. Das ist nicht gut. Apokalypse. Jetzt. Oh, wow. Ja, ihm seinen Anteil will ich einen noch nicht kaufen. Weil ich kann die Insel sowieso noch nicht kaufen. Darum geht's. Ich muss eine Insel nach der anderen kaufen. Und die erste wird wahrscheinlich ihre sein. Weil, nee, ich sollte... Ihre ist ganz ehrlich, die könnte ich einnehmen mit den Linienschiffen. Wahrscheinlich sollte ich seine kaufen.
Guck mal, das sind auch meine zwei Fregatten. Die können auch gleich mal repariert werden. So, Würstchen gehen runter. Das ist ja allerhand. Dann bauen wir halt mal ein paar Würstchen aus. Aber Würstchen ist jetzt nicht das Problem. Da haben wir genug geplant erstmal. So, du bekommst natürlich auch wieder den und den. Segel setzen! Und ja, du bleibst erstmal im Hafen stehen, hätte ich gesagt. Steuermann! Ihr zwei lasst euch mal reparieren und dann nehmen wir auf jeden Fall da auch nochmal Kanönchen mit. So, du machst die Mission mal bitte. Mission Sneak In. Sind unterwegs. Segelst gegen den Wind, oder? Ja, natürlich segelst du gegen den Wind. Ich habe aber ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. So, wie viel? Warte mal, wie viel? Ich habe noch eins im Auftrag, dann kann ich noch eins in Auftrag geben. Wow. Achtung, 10 Linienschiffe ist auch crazy viel. Ein Schiff erster Klasse. Ja, euch will ich euch eigentlich Torpedos geben. Wahrscheinlich keine so schlechte Idee jetzt erstmal. Alle Schiffe ausrüsten mit den Sachen, die ich bekomme. Flotte erwartet Befehle. Warum nicht, ganz ehrlich? So. Neue Befehle? So, sobald ihr jetzt weg seid, fahre ich da rein. Land der Löwen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Und der Geleitschuss, der ist zum Glück ohne Segel setzen. Zeitlimit. Okay, das ist schon mal nicht mehr ganz so hart gegen den Wind. Die fahren bis hier vor irgendwo. Das ist schon mal gut. Ich finde es ziemlich cool, dass der Friedhof noch steht. Nee. Die Gewerkschaft hat genau das. Es bringt mir halt keinen Vorteil, außer dass ich den Charakter da krieg. Wenn das jetzt ein ultra krasser Charakter wäre, der mir irgendwie hardcore helfen würde, dann ja. Dann nehme ich den Minuseinfluss in Kauf. Endlich habe ich mein Leben. Steuermann! Zur eigenen Insel. Naja. Muss ich da die jetzt immer noch dodgen oder? Kurs setzen! Steuermann! Nö, ich glaube ich. Segel setzen! Okay, nö, ich muss die da jetzt nicht mehr dodgen. Segel. Wir segeln sicherheitshalber trotzdem mal außen rum, ne? Nur um auf den Most sicher zu gehen. So, Alonso, wir könnten eigentlich hier mal. Ach ne, die Anteile sind viel zu teuer. Wir könnten Sachen verkaufen, theoretisch. Hä? Das Schiff ist unterwegs. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, sehr gut. Das ist wichtig. So, dich kann ich auf jeden Fall mal... Ich upgrade dich mal hoch. Dann habe ich schon mal mehr Lagerplatz. Und dann... Ja, okay, jetzt fehlt mir ein bisschen Stein, ist aber okay. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen.
So, die Insel muss ich dann, kann ich die... Ich will die eigentlich nicht aufkaufen. Die kann ich erobern. Ich möchte die hier aufkaufen, aber die kostet 420.000. Dafür müsste ich irgendwie Stuff verkaufen gehen in der alten Welt mal. Muss ich fürchten, dass meine Bitte unerfüllt bleibt? Nee, eigentlich nicht. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, das ist zum Beispiel deswegen... Ihre Insel wird angegriffen. Das sehe ich nicht ein. Dafür haben wir das Schiffchen hier. Wenn es denn... Oh Gott. Ist an der scheiß Geschützstellung nicht vorbeigekommen. Schiff unter Beschuss. Schnell, die Zivilisten. Ich will nicht, dass sie zwischen die Fronten geraten. Dass wir es jetzt haben. Haben wir es. Wir sind jetzt. Das hat mich jetzt kurz überrascht. Oh Gott, das. Es tut mir fast leid, aber ich muss da jetzt was dran machen. Natürlich. Ich muss. Am Ende sind Sie unser wichtigster Leser. 100% und 100. Das waren 150% Aufstandswahrscheinlichkeit. Ich muss es eigentlich hiermit countern. Wenn Sie das für angebracht halten, muss. Werde ich es anordnen. Ich werde es anordnen. Genau die Art Unsinn, den die Professoren immer verkündet. Ja, ich bin da nicht stolz drauf, aber... Sie haben an Einfluss gewonnen. Ich bin im Fight mit... Oh, Hallöchen. So, wir müssen da an ihrer Insel vorbei, ne? Flotte zum Angriff. Flotte segelt in Formation. Naja, guck mal, da fangen wir doch mal ein paar Schiffchen ab. Hi. Flotte legt ab. Du kommst hier nicht weg. Flotte unterwegs. Na, du kommst hier nicht weg. Flotte segelt in Formation. Hisst die Flagge meines Vaters. Leinen los. Nee, dich möchte ich ja da haben. So, und wir haben das erfolgreich versenkt, oder? Flotte, ja, sehr gut. Gut gemacht, Jungs. Gut gemacht. So. Was hat Sinn dabei gehabt, Tolles? Na, fahren wir wieder gegen den Wind. Aber wir haben mal... Seife. Naja, okay. Pass auf, wir fahren da tatsächlich mit zurück erstmal. Wir machen das gleich mit den Fregatten. In die Takelage. Das brauchen wir sonst zu lang. Achtung, Admiral anwesend. So, die Fregatten machen... Segel setzen! Schieße ich zu zweit los, sicherheitshalber. So. Volle Segel. Du bist ready zum Fighten, du bist ready zum Fighten, du bist ready zum Fighten. So, ich muss immer noch hier drüben eine Geleitschutzaufgabe machen. Das ist nicht so leicht. Da hinzukommen, wenn man mit den Leuten, die da eine Blockade haben, im Prinzip Krieg hat. Und da auch nicht dran vorbeikommt. Flotte segelt in Formation.
Ich transferiere euch erstmal hier rüber und dann schauen wir mal weiter. Wie viele Schiffe habe ich jetzt eigentlich? 8 von 10. 9 von 10. 10 von 10. Mehr als bereit. Geil. 10 Linienschiffe sind halt auch insane. Zum Glück haben wir mächtige Freunde. Na, die Königin. Die Opferbereitschaft dieser Matrosen ist erstaunlich. Kann ich das Gebäude eigentlich verschieben? Nö. Das ist fix da. Ja, ja, das ist. Es ist Story-Quest-Zeug. Cool, aber. Cool zu haben, aber nicht bewegbar. Ja. Neue Ziele? Geht die Flotte an hier. Ja, wenn ich da reingegangen wäre, hätte ich 10 Schiffe verloren wahrscheinlich. Achtung, Admiral anwesend. Ihr Hafen wird angegriffen. Na, echt? Ah, es ist lächerlich. Wir haben das andere Schiff versenkt. Ja, und wir versenken das ja auch noch. Selber schuld, ganz ehrlich. Nice try, aber nö, danke. Ja, sie hat sich da einen Anteil zurückgekauft. Ich werde das nicht eher okay. Ruhen, bis sie wieder mein ist. Schnapp es, ja, das freut unsere Bauern ganz sicherlich. So, und da bauen wir einfach mal einen Geschützturm. Der wird reichen, um das zu verteidigen hier erstmal. Alonso, Alter. Naja, das ist halt auch nur Seife an Bord. Das laden wir mal ab. Reparatur hier. Sind unterwegs. Hier ist das Schiff. Also richtig austoben. Nee. Ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Tatsächlich möchte ich das nicht machen. Aber was ich machen möchte, ist irgendwelches Zeug verkaufen gehen. Was ich nicht brauche. Okay, es lohnt sich hier überhaupt nicht. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Vorsetzen. Achtung, so, dann Eisenhütten schmieden, öffentliche Dienste. Weg damit. Schiff vom Stapel. Brandgefahr weg damit. Metzger, ja, behalte ich mal. Und dann Waren. Was verkaufen wir an Waren? Vielleicht Stein. Segel setzen. Dann noch ein Schiff. Das packen wir natürlich. Das kann direkt die Quest da weitermachen. Guck mal. Warte mal, die Sichel. Okay, gegen bei Wanzerholzfernen vielleicht sogar effektiv. Wir verkaufen einfach mal 50 davon, 50 davon, 50 davon. Ich möchte die Insel übernehmen von ihm. In Capitoloni, ja. Also, die hier. Dafür brauche ich aber so 100.000 auf jeden Fall noch. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, dann mehr Glas. Wahrscheinlich Quarzsand auch. Auch wenn das jetzt nicht so mega viel Geld bringt, das ist egal.
Alles zählt. Mehr als bereit. Da zählt jetzt wirklich alles an Geld. Das ist so eine Sidequest, die ich mache einfach, ne? Okay. Seife. Bier. Dings, das ist ein gutes Schiff. Segel setzen. So, du kannst mitnehmen. I guess Bretter. Fisch, Kartoffeln. Steuermann. Das bringt alles nicht besonders viel Geld, ja, wie gesagt, aber... Ich verkaufe halt einfach überschüssiges Zeug jetzt mal. So, und ich würde euch zwar eigentlich ganz gern in die andere Region schicken, aber dafür habe ich eigentlich die Fregatten. Hier extremst aufpassen. Wegen den Inseln, ne? Laufen Koordinaten an. Dann hierher. Dann hierher. Hierher. Nee. War schon doof. Als würde man erst hierher. Ohne den Spaß des Dann hierher. Dann hierher. Und dann hierher. Was wollte er von mir gerade? Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich einen Anteil gekauft. Nö. Brandstifter schon wieder in Ground Falls diesmal. Okay, das könnte einfacher sein. Da ist noch nicht so viel los auf den Straßen. Aber ich sehe hier trotzdem keine Brandstifter. Die Quest buggy oder? Das sind keine. Was sind die hier oben? Ich sehe hier keine Brandstifter. Also hier ist nix. Wenn, dann muss es ja hier unten sein. Das führt mich hierher. Wo soll ich denn hier Brandstifter finden? Ist nichts. Ja, also wenn, dann hier. Ich bin bereit. Aber ich sehe hier auch nichts. Das ist keiner. Das ist einfach nur einer mit einem dicken Mantel. Das Leben ist in Ordnung. Ich verstehe es nicht. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ja, keine Ahnung, wie ich hier in Crown Falls Brandstifter finden soll. Das ist halt ridiculous. Ich verstehe die Quest nicht. Wahrscheinlich habe ich damals das deswegen auch nicht hinbekommen. Die Brände sind außer Kontrolle und die Brandstifter noch immer auf freiem... Ah ja, war es doch hier. Warum führt es mich nach Crown Falls? Hä? Ach, ich verstehe es nicht. Ist okay. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss nicht alles verstehen in dem Game. Okay, meine Schiffe sind erstmal safe hier drüben. Range, ja, nee. Alles gut. Wir sind auf der sicheren Seite unterwegs. In die Takelage. So, ihr fahrt jetzt alle mal zu ihmchen und geht Zeug verkaufen. Mehr als bereit. Ridiculous einfach. Ja, das 10. Linienschiff ist ja im Bau.
Ich hätte aber ganz gern... Ach, wisst ihr was? Ich beende die Folge jetzt hier. Die Brandstifter habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung. Brandstiftung auf höchstem Niveau ist das. Ganz hohem Niveau. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.